Und damit hallo und herzlich willkommen zur 210. Folge des Edex Let's Plays, wo wir ja letzte Folge hier bei diesem Haus waren, am Erkunden waren, da bei dem Haus, und heute hier unsere Grenze gezogen haben und jetzt hier umdrehen in diese Richtung und hier den Rest weiter erkunden. Und ja, ich könnte jetzt noch ein was Neues erzählen. Bis jetzt gab es dazu auch noch gar keine Kommentare. Das heißt, ich gehe davon aus, entweder das hat niemand von euch mitbekommen oder es guckt einfach keiner die Let's Plays aktiv. Aber ich bin jetzt fertig mit dem neuen Mikrofon, mit Fuß und allem, so wie er stehen, wie es stehen soll, wie es lautstärketechnisch sein soll, wie ich damit zufrieden bin. Ich hatte davor ein anderes Mikrofon, habe das jetzt gewechselt und hatte aber jetzt zwischenzeitlich einen Fuß, der ein bisschen zu weit weg war. Jetzt habe ich den Fuß so, dass das Mikrofon, genau wie man das haben möchte, ungefähr 10 cm vom Mund entfernt ist. Und bin jetzt auch, vielleicht mache ich nochmal kleine Änderungen, aber an sich bin ich eigentlich mit der Soundeinstellung so, wie ich bin, zufrieden. Und ja, aber wie gesagt, es gab bis jetzt leider von eurer Seite aus keine Kommentare dazu, aber das liegt sehr, sehr wahrscheinlich großteils daran, dass nicht sehr viele die Let's Plays gucken, glaube ich. Aber falls doch, gerne Feedback dazu, aber ich glaube zu den Folgen, also jetzt zur letzten Folge hat man definitiv einen Unterschied drin, auch wenn nicht riesig, aber ist er da drin. Aber ich glaube zu dem vorherigen Mikrofon ist der Unterschied gar nicht so groß. Von daher, ja, könnt ihr mir gerne dazu Feedback dalassen, was ihr jetzt davon haltet. Es wird sich aber nicht ändern. Also entweder ihr findet es gut oder scheiße, aber... Es tut uns leid. Diese Entscheidung war nicht leicht. Wenn ihr diese Nachricht abhört, sind wir schon lange unterwegs. Kalan ist die bessere Lösung, auch wenn ihr das anders seht. Geht in den Süden, wenn ihr glaubt, dort sicher zu sein. Folgt uns, wenn ihr eine Zukunft wollt. Wir haben den Untergang überlebt. Doch das hier ist kein Leben, wenn wir Angst haben müssen, von Gesetzlosen überfallen zu werden. Lebt wohl. Alles klar. Und ja. Also das Mikrofon wird sich nicht nochmal ändern. Gut, wir müssen einfach das Radio finden und ausmachen. Maximal, dass ich irgendwas an den Soundeinstellungen nochmal anpasse. Da ist das Radio, oder? Da. So. Aber ja, ich kann euch noch sagen, welche Mikrofone es sind. Das alte ist ein nicht mehr lesbar. Okay, irgendein No-Name-Artikel war das. Ich hatte ja am Anfang mal das NT, also Rode NT-USB. Das war mal dann kaputt gegangen. Da hatte ich irgendein No-Name-Mikrofon zwischenzeitlich, jetzt sehr, sehr lange. Und jetzt habe ich wieder ein Rode NT-USB, aber die Mini-Variante davon, die schon einen USB-C-Anschluss hat, mit integrierten Popschutz, den ich dann nicht extra draußen brauche. Und ja, also nichts Besonderes, nichts Teures und hoffe, dass es euch auch zufriedenstellt. So. Wir looten ja einmal alles. Ich habe ja schon gesehen, da liegt noch eine Propagandanotiz. Okay, die kann man nicht lesen. Schade. Und da ist auch noch ein Tresor. Ich wollte gerne noch das Erz da oben looten. Danke. Und dann knacken wir mal den Tresor. Okay. 8, 2, 7, 3. Alle Zahlen existieren, aber in einer anderen Reihenfolge. 7, 3, 8, 2. Geht doch. Okay. Dann zunächst, das war jetzt auch von meiner Seite aus etwas unerwartet, dass es so richtig war. Aber es war quasi nichts anderes möglich, nachdem ich die gesehen habe, alle Zahlen sind vorhanden, aber in einer anderen Reihenfolge. Oh Mann, wir lesen die hinterlassene Nachricht. Wo haben wir sie? Da. Wo bist du? Haben alles nach dir abgesucht. Ein toller Anführer, der mitten in der Nacht verschwindet. Falls du zurückkehrst, wir sind zurück in die Stadt aufgebrochen.
Okay. So. Genau. Da, hier unten war ich ja schon und habe die Leiche gelootet. Das heißt, ich brauche jetzt hier nicht nochmal runterhüpfen. Hier aufs Dach können wir noch gucken. Tatsächlich. Ist aber nichts. Halt, stopp, hier ist doch was. Echt fast dran vorbeigerannt. Und ja, jetzt geht's nach da oben. Und dann schauen wir doch mal, was da Tolles ist. Ich gehe mir noch einmal die Nase putzen. Na. Und ich muss ja, genau, weil ich, das ist noch was Sinnvolles, was ich erzählen kann. Wir haben ja schon ein paar Mal über Elex 2 hier gesprochen und was meine Befürchtung und so weiter ist. Und es gibt so einen ganz bestimmten Kanal, den ich ja sehr häufig und auch gerne verfolge, und das ist Rocket Beans. Wie zu erwarten bei meiner Altersklasse, ne? Da ist halt, Giga Games war damals brandaktuell. Und natürlich ist man seinen Fans der Jugend treu geblieben. Und okay, Rocket Beans wäre also ein für mich interessanter Kanal. Und jetzt haben die ein Review über Elex 2 rausgebracht. Was jetzt nicht unerwartend war. Aber die spannende Preisfrage ist, eigentlich ist Rocket Beans nicht dafür bekannt, dass sie spoilern. Ja, wirklich gar nicht. Aber sie stellen ja halt das Spiel trotzdem vor. Und jetzt ist für mich die Frage, wenn ich das Rocket Beans Ding gucke, ob ich dann schon gespoilert bin, dass ich sage, ich lasse es besser, oder ob ich ohne das Rocket Beans Ding Review Vorstellungsvideo mit Elex 2 anfange. Und ich bin geneigt, es mir nicht anzugucken. Also nicht, weil ich Sorge habe, gespoilert zu werden. Nicht, weil ich Sorge habe, dass ich eine Meinung von denen bekomme, die ich übernehme. Das wäre mir alles egal. Meine Sorge ist tatsächlich eine ganz, ganz andere. Und zwar, ich möchte gerne das Spiel nur mit dem Vorwissen von Elex 1 entdecken. Und dazu wäre es ganz sinnvoll und hilfreich, wenn ich eben nicht das Review von Rocket Beans gucke und auch nach Möglichkeit keine Newsartikel zu diesem Spiel lese. Und ja, demzufolge wird es mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit darauf hinauslaufen, dass ich es nicht anschaue, obwohl ich doch so gerne würde. Und ich meine, hier ist noch ein Raptor da. In paar Wochen, Monaten, ich habe keine Ahnung, wie lange wir hierfür noch brauchen. Ein paar Wochen, Monaten wird es mir egal sein. Dann kann ich mir das nochmal angucken. Ich kann mir die Folge auch angucken und überspringe einfach den Elex-Part. Keine Sorge, kriege ich alles hin. Also ich bin jetzt nicht... Okay, wir laufen mal den Weg hier runter. Ich bin jetzt nicht massiv traurig, weil ich die Elex-Folge nicht gucken kann von Rocket... weil ich eine Folge von Rocket Beans nicht gucken kann. Ich habe genug Folgen mal nicht geschaut. Alles cool. Es ist tatsächlich eher so dieser Punkt so, dass mich eine Frage am meisten interessiert. Ist Elex 2 besser? Haben sie aus den Fehlern, die das Spiel massenuntauglich machen, gelernt oder nicht? Also ich sage nicht, dass das Spiel dass Elex scheiße ist, würde ich gar nicht sagen. Wir reden kurz von Elex 1. Ich sage nicht, dass Elex 1 scheiße ist. Ich sage einfach nur, das, was ich hier in Elex 1 gesehen habe, ist echt nicht sehr massentauglich. Also natürlich, wie fast immer, es finden sich Abnehmer, und für Elex dürften sich mehr als genug Abnehmer finden, die sagen, das gefällt denen, das macht denen Spaß, alles cool. Ich gehe mal von der Seite hier rein. Hier, Leute. Das sah so aus, als wären hier Menschen. Aber hier ist keiner. Na gut, also. Jetzt müssen wir auf die Bank. Das war nicht der Plan, ich wollte hier looten.
Darf ich das looten? Nein. Gut, also, Elex 1 ist definitiv nicht massentauglich. Es hat sehr, sehr viele Mechaniken, die... Wie formuliere ich es freundlich? Wir kochen erstmal unser Essen. Das habe ich gerade gefunden. Ein Steakteller. 60 Gesundheit in 20 Sekunden. Das macht viel mehr Sinn, dass wir unser... Ah gut, okay, das sind aber auch drei. Das macht keinen Sinn. Okay, also, freundlich formulieren. Ich habe eine gute Aussage, die es am besten rüberbringt. Elex ist sehr Dark Souls-lastig und demzufolge nicht meiner persönlichen Meinung nach, muss man ja heutzutage immer dazu sagen, demzufolge nicht für den Massenmarkt geeignet. Es hat eine unglaublich schwierige Einstiegskurve, die natürlich schon auch in allen Gothic-Teilen und was davor war, überall war es so eine schwere Einstiegskurve. Und Gothic hat so gut wie jeder gespielt, aber... Gothic hat woanders was rausgerissen. Und auch wir sind auch nicht mehr zu den Zeiten, wo Gothic rausgekommen ist, sondern wir sind mittlerweile woanders angekommen. Und da ist einfach die Erwartungshaltung an den Game eine andere. Einmal durch mich und meine Gaming-Erfahrung ist die Erwartungshaltung an Gothic definitiv eine andere. Da unten waren wir drin. Den Weg sind wir hochgegangen. Top, wir haben unseren Cut-Punkt gefunden. Also, definitiv eine andere. Natürlich ist ein 12-Jähriger, ja doch, das ist ein gutes Alter. Ein 12-Jähriger, der mit Gaming anfängt, der ist erstens viel mehr auf Shooter meistens fixiert. Nicht alle, aber wenn wir jetzt von Jungs reden, doch viel mehr auf Shooter fixiert. Dass man RPGs spielt, da gibt es auch mehr als genug. Aber als ich Gothic gespielt habe, wie alt war ich denn da? Das muss ich hier kurz überlegen. Wir gehen jetzt noch den Weg hier nach vorne, diese Weggabelung aber nicht. Oder? Ja, lass mal machen. Also, als ich Gothic gespielt habe, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich war definitiv... Ich müsste eigentlich jetzt mal kurz nachgucken, wann Gothic 1 rausgekommen ist, um zu wissen, wie alt ich war. Ich will es wissen. Ich gucke nach. Gebt mir einen Augenblick. Dauert nicht lange. Gothic. Kam raus. Alles klar. Ich war 13. Lass es mich mit 14 gespielt haben. Ich weiß es nicht genau. Aber erstens, das Spiel war sackschwer. Ich habe nicht weit reingefunden. Und was definitiv bei mir die Zugänglichkeit nicht gebracht hatte. Also ich habe niemals das erste Kapitel verlassen. Soweit habe ich es gar nicht durchgehalten. War damals auch nicht sehr ausdauernd im Thema Gaming. Da musste alle 10 Minuten Weihnachten sein, damit ich weiterspiele. Und wenn irgendwie der erste Part kam, wo es ein bisschen sich gestreckt hat, da habe ich sofort das Game in die Ecke gelegt. Also da brauchen wir jetzt nicht im Detail drüber reden, dass ich da mittlerweile anders drauf bin. Wir laufen kurz den Weg noch. Ach, ich mache gar keinen Sinn, ich komme eh zurück hier. Also war ich definitiv noch anders drauf. Aber der für mich relevanteste Punkt ist, dass ich mit 13, 14... nicht diesen derben Humor, was der ist nicht Humor, aber dieser derbe Umgangston von Gothic, der kam bei mir nicht an. Das war so für mich so, ja, weiß nicht, kam halt einfach nicht an. Und jetzt versetze ich mich mal in die Lage, also ich versuche mich in die Lage zu versetzen, wie ich denken würde, wenn ich in den heutigen Alter 13, 14 wäre und der Gaming-Markt so riesig. Also
zu Zeiten, wo Gothic rausgekommen ist, war der Gaming-Markt. Überschaubar ist der falsche Begriff, aber er bringt es auf den Punkt, dieser Begriff. Der war nicht so üppig wie heute. Also heute ist ja... Zeig mir mal ein Game, was es nicht gibt. Ja, ich kenne ein Game, was es nicht gibt, was ich gerne mal spielen würde. Eins, wo man Schiffe sinken lassen kann. Da habe ich aber auch schon Games zugefunden, aber die waren alle nicht gut. Aber es ist einfach... In der heutigen Zeit ist der Markt echt gut gesät und... um einen anderen Let's Player zu zitieren, den ich gerne schaue... Wenn man natürlich, wenn man nur AAA-Titel spielt, dann ist die Auswahl an Games in der Kreativität beschränkt. Nicht schlecht, aber beschränkt. Weil sobald man einen AAA-Titel hat, geht es immer um die Marktzugänglichkeit und dann fallen gewisse Sachen einfach hinten runter. Das ist aber nicht schlimm, alles cool. Wenn man aber bei puncto Kreativität sich den Indie-Markt anschaut, dann holla die Waldfee, geht's da ab, ist da viel los, kann man da viel entdecken. Ist hier irgendwas? Sag mal. Oh ja, hier ist ein Tunnel. Ein Tunnel, da ist schon ein Brunnen, der sehr weit runter geht. Da hüpfen wir jetzt gleich mal rein. Vermutlich kommen wir hier unten da raus. Sehr wahrscheinlich, da muss ich hier dann so hoch kraxeln, aber kriegen wir auch alles hin. Also, ist der Gaming-Markt riesengroß auf den Indie-Bereich. Wirklich riesig und einfach nicht überschaubar. Was da abgeht, alleine nur auf Steam. Wir reden noch nicht mal davon, dass es noch Indie-Entwickler gibt, die noch nicht mal Steam als Plattform sich aussuchen. Oder ist das vielleicht die Höhle? Wir gehen mal kurz noch dahin. Vielleicht ist das ja auch die Höhle. Wenn es hier ein Höhleneingang ist, dann drehe ich um. Wenn hier keiner ist, dann habe ich es mal noch erkundet. Ich habe es noch erkundet. Gut, hier ist nichts. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man als Kind dort hängen bleibt, da. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nur AAA-Titel am Anfang spielst, sehr wahrscheinlich. Und wenn ich mir dann angucke, ich spiele nur AAA-Titel oder sehr, sehr viele AAA-Titel. Habe ich auch fast gerade übersehen, dieses Blutkettenschwert. So, rein geht's hier. Keine Sorge, geht mit voller Absicht hier runter. Und es geht um die Frage, ob ich hier schon war. Ich glaube, ja. In dieser Höhle war ich definitiv. Gut, also, dann brauche ich da drin nicht nach Respawn oder sonst was suchen. Und jetzt gehe ich davon aus, du spielst großteils AAA-Titel. Wenn du die Kohle hast, ne? Und wirst natürlich auch von deinen Eltern, weil du ja keine Kohle hast, wahrscheinlich großteils AAA-Titel geschenkt bekommen und nicht irgendwie ein Indie-Game oder so ein Scheiß, sondern du kriegst die großen Sachen geschenkt. Dann ist die Frage, hast du Geld für einen PC? Ja, natürlich gibt es genug reiche Familien, wo Geld für einen PC ist. Da alles klar, alles cool. Jetzt grenze ich das alles ein und sage mir, wie viele davon bleiben dann auf Elex hängen? Was hat denn Elex zu bieten? Und da ist ja die Auswahl für mich dann schon wieder so, puh, du brauchst einen PC, du musst gerne Rollenspiele spielen, du musst auf Open World stehen und du musst ein ruhiges Game aussuchen, wo nicht viel los ist. Und waren wir hier oben? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da glaube ich nicht, dass da viele auf Elex hängen bleiben. Sorry, aber das Einzige, also es gibt ein was bei Elex, was echt saugeil ist, und zwar die Grundidee. Ein Postapokalypse-Szenario, welches mal nicht auf einer Atombombe basiert. Wie geil ist das bitte? Grundidee 10 von 10. Alles top, keine Diskussion. Aber nachdem man in das Spiel reingekommen ist und die Grundidee festgestellt hat und feststellt, dass hier gar keine richtige Fahrt aufkommt, sondern hier alles sehr langwierig ist, glaube ich, dass ich mit 13, 14 nicht auf Elex hängen geblieben wäre. Ich hätte es wahrscheinlich gespielt und hätte mich geärgert über dieses Geld oder hätte es geschenkt bekommen oder hätte mir
in dem Alter dann doch eher was gesucht, was actionlastiger ist oder was ich mehr mit Freunden spielen kann. Das ist so meine Vermutung. Das ist aber jetzt nicht so, dass ich, erstmal die 20 Minuten rum, wir töten noch den Mob der nächste Folge, dass ich jetzt sage, dass meine Meinung definitiv die richtige ist und dass es keine 13-, 14-Jährigen gibt, die nicht auf Edex hängen geblieben sind. Möchte ich nicht sagen. Wehe, das tut jetzt einer in meinen Mund legen. Aber ich denke doch, die Auswahl an Jugendlichen sollte sich in Grenzen halten. Meine Vermutung. Und deswegen glaube ich, es Elex 2 wird es schwer haben. Wird es schwer haben, richtig Geld zu verdienen. So, mit der Aussage gehen wir erstmal in die nächste Folge. Ja, machen wir. Dann gehen wir, tun wir hier weiter erkunden, was ich gesagt habe. Wir wollen noch zu dem Ding in der Mitte da. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie ein Scheiß. Und sag mal zum Schluss. Tschüss.